Moin. Bin gestern um 1 ins Bett und habe heute früh bis um 6 geschlafen. Eigentlich wollte ich nur bis um 3:30 pennen, um 4, und wollte losfahren. Weil jetzt aktuell noch 260 Kilometer bis Amsterdam sind. Also bis 14 Uhr werde ich es nicht schaffen. Aber das ist nicht schlimm, weil morgen 14 Uhr erst Dom auflegt in Amsterdam. Ja, bin ich heute früh jetzt erstmal, oder jetzt vorhin erstmal eine Stunde gefahren, 20 Kilometer gemacht, bin jetzt in Delle oder Dillen, kurz vor Warndorf auf jeden Fall. Habe jetzt die ganze Zeit eine Bank gesucht mit Tisch. Kannst du glauben, nicht was gefunden, nichts. Naja, jetzt habe ich hier was gefunden, habe mir schön Frühstück gekocht. Avocado mit Wasser, Yum-Yum-Nudeln und ein bisschen Hartweizengrieß und zwei Eier. Ich habe Eier geholt. Ja, jetzt mache ich erstmal ganz in Ruhe, frühstücke. Zähne muss ich noch putzen und dann werde ich langsam und gediegen weiterfahren. Morgen. Morgen. Ansonsten, ich habe einfach nur die Schnauze voll. Also im positiven Sinne. Ich merke es in der Muskulatur. Und ach, keine Ahnung. So richtig Gedanken hatte ich auch nicht während der Fahrt. Heute früh hatte ich einfach nur schlechte Laune. Ich hatte von mein Zelt ist ja ein MSR Huber Huber NX oder so. Und das ist so ein Alu-Gestänge. Und ich habe das Innenzelt nicht aufgebaut, sondern nur das Außenzelt und habe mich dann einfach hingelegt. Es hat eh nicht geregnet und war auch relativ warm. Und heute früh, wo ich das Zelt abgebaut habe, habe ich die, aber so Metalldinger. Da machst du das. Wie soll ich das sagen? Sind so Metallplättchen mit einem Loch und da machst du halt das Gestänge rein, damit das Zelt straff ist. Und ich mache die eine Seite raus und dann fliegt mir von dem Metallgestänge die andere Seite schön in die Schnauze. Da hatte ich heute früh schon wieder die Fresse voll. Natürlich gar keinen Bock. Naja. Ansonsten gibt es erstmal nichts zu wissen, zu hören, zu sagen. Ja. Ich habe jetzt nichts weiter Interessantes gesehen oder getroffen. Doch, heute früh in der Bäckerei habe ich mir noch ein Brötchen geholt und habe noch einen Kaffee umsonst bekommen. Das war cool. Ich habe ein bisschen mit der Bäckerei-Fachverkäuferin gelabert und die hat das halt übelst supportet und so. Und da habe ich da erzählt, dass ich mal nach Sylt gefahren bin, ohne einen Cent Geld auszugeben. Und das fand die so cool. Hat sie gesagt, hier hast du noch einen Kaffee. Das sind so Sachen, die machen das Leben lebenswert. So die Kleinigkeiten. Ein Kaffee am frühen Morgen. Ja. Naja, ich frühstücke jetzt erstmal in Ruhe. Und dann mache ich mich weiter. Wir sehen uns, horchen uns später. Ja, wenn ich esse, sieht es aus, wie wenn ich ein Schwein wäre.